Erst mit einem VW Phaeton, der Luxuswagen von VW, wie er von 2002 bis ins Jahr 2016 gebaut wurde. Hier haben wir einen wunderschönen V10 TDI mit 313 PS, richtig viel Leistung für einen TDI. Es gab noch V6 Benziner, dann gab es einen V8 Benziner. Es gab natürlich den obligatorischen 12-Zylinder mit 450 PS. Im Dieselbereich gab es einen V6 TDI. Sowie V8, dann gab es natürlich den V10 TDI, wie hier steht, mit 313 PS. Solche Fahrzeuge sind im Internet mittlerweile schon recht günstig zu bekommen, für 5.000 Euro bis 8.000 Euro. Allerdings sollte man in diesem Preissegment vorsichtig sein, denn man hat da Fahrzeuge mit Laufleistung von locker 300.000 bis 400.000 Kilometer, wenn nicht mehr, was natürlich auch auf die Zustand von Fahrwerk, Bremsen schließen lässt. Die Qualität ist natürlich unbestritten hervorragend beim VW Phaeton. Das war natürlich das Premium-Produkt aus dem Hause VW. Es gab natürlich absolut Top-Qualität im Innenraum, zugfreie Klimaanlage. Es gab tolle Lederausstattung bei diesem Auto. Es war eigentlich das Traumauto aller Luxusliebhaber. Ja, man sollte natürlich zuschlagen bei so Angeboten bei VW, gerade beim Phaeton. Tja, zu den Stärken und Schwächen. Die Stärken des Phaeton, ich bin das Auto selbst mal mit V6 TDI gefahren, natürlich hervorragende Qualität. Das Auto hat ein tolles Fahrwerk, vor allem die Luftfederung, komfortabel ohne Ende. Dann haltbare Abgasanlage, tolle Automatikgetriebe, wirklich optimal. Dann natürlich, wie gesagt, der beste Sitzkomfort, zugfreie Klimaanlage. Relativ zuverlässig, wenn er gepflegt ist, ist das Fahrzeug unheimlich top und zuverlässig. Die Schwachstellen natürlich die unheimlich hohen Verbrauchswerte bei den Benzinern, natürlich Unterhaltskosten mit dem hohen Gewicht, Bremsen und Fahrwerk sollte man überprüfen. Von uns bekommt der Phaeton dennoch 4 von 5 Sternen und ein sehr empfehlenswert.